hurra, ich darf wieder Dinge reparieren, die eigentlich hätten gar nicht kaputt sein sollen. Gna! Ja, diesmal erwischt hat es mein Laptop-Netzteil. Das ist hier so ein Lenovo ThinkPad-Netzteil. Und wenn wir uns den Stecker ansehen, dürfte relativ schnell klar sein, was da passiert ist. Wohl der Knickschutz nicht ganz so knickfest gewesen. Inzwischen ist es soweit, dass ich gar keinen Ladestrom mehr bekomme. Wenn ich strategisch korrekt wackel, dann geht es zeitweise mal wieder, aber naja, so kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Das heißt also, ich muss mal den Stecker zerlegen. Also ich bin schon überrascht, dass es den Stecker erwischt hat, wirklich in der Form hier. Bisher hatte ich eher den Fall, dass mir in den Laptops die Dinger verreckt sind, wobei das waren auch immer die runden Stecker. Also der scheint zumindest mal an der Stelle ein bisschen haltbarer zu sein. Ja, mal gucken. Mit etwas Glück kann ich sie an der Stelle nochmal reparieren. Ansonsten, ich hatte vor langer, langer Zeit mal irgendwo bei einem Netzteil so einen Stecker abgeschnitten. Also im Zweifelsfall kann ich den hier da benutzen. Das ist jetzt dann auch kein so großes Problem, da ein neues Kabel für mich dran zu machen. De facto, der hier sollte repariert werden und das möglichst in unter 2 Stunden, weil dann ist mein Akku leer da drüben. Also fangen wir mal an und gucken, was sich hier unter dieser Knickschutzhülle versteckt. Welche Horrorgeschichten sich da abgespielt haben. Ich meine, es ist relativ klar, das Plastik ist halt irgendwo gebrochen und ja, offensichtlich hat sich hier der äußere Bereich dann durchgedrückt, was dann wahrscheinlich der Minuspol war. Wobei es mir ein bisschen seltsam vorkommt, dass er wirklich vollständig funktioniert, wenn ich dran wackel. Ich hätte da eigentlich erwartet, dass es dann schlechten Kontakt gibt und irgendwann anfängt zu rauchen, aber Messwerte sahen soweit stabil aus. Aber wir werden es halt nicht weiter ausprobieren. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Okay. Ja, also ist definitiv der äußere Ring, der durch ist. Der innere sieht noch intakt aus. Was mich gerade wundert, wo haben wir denn den anderen? Wo sind denn die Datenleitungen? Weil eigentlich müssten die Datenleitungen haben. Wo ist das andere Kabel hin? Nehmen wir doch das. Mal hier gucken. Okay. Das scheint tatsächlich ein... Moment. Das sind 4 Kabel im Inneren plus der Schirm. Das ist nicht gut. Wofür brauchen wir 4 Kabel plus Schirm? 2 oder 3 hätte ich ja noch verstanden, aber 4? Nicht, dass da noch der Minus tatsächlich innen drin läuft. Auch beschädigt ist. So, machen wir einfach mal ein bisschen Lötzinn drauf. Ich hoffe mal, das ist irgendwas, was... Ja doch, das nimmt Lötzinn an. Einfach nur, um die Stelle hier mal zu schließen. Ich hoffe jetzt einfach mal innen drin, das schmilzt mir nicht weg. Dann schauen wir einfach mal, ob das schon ausreicht, um da zumindest ein bisschen was an Strom wieder durchzubekommen. Mal gucken, ob das dann wieder halbwegs stabil funktioniert oder ob ich auch wie aktuell keinen Kontakt bekomme. Da sollten wir eventuell... Irgendwo hatte ich eben hier ein abgeschnittenes Beinchen vom Widerstand. Die sollte man eigentlich immer aufbewahren. Die kann man immer überall brauchen. Sei es, um kleine Lötbrücken zu machen, wie hier. Oder auch auf Boards oder sowas. Ne? Sicher nicht das Stabilste, aber Kontakt bekommen sollte es. Spannung kam auf jeden Fall eben raus, das heißt, daran soll es nicht liegen. Was haben wir denn hier? Der hat einen. Nehmen wir mal einen nicht ganz so kritischen Laptop. Man kann erkennen, dass er nicht kritisch ist, der hat noch keine Aufkleber. Einer der Reservekisten. Ich hoffe, man kann es sehen. Der hier, der hat hier die Strombuchse und daneben ist direkt eine LED, die anzeigt, ob er was bekommt oder nicht. Also schauen wir mal, was er sagt und... Achso, ja, Moment. Einstecken könnte auch noch helfen. Lasst mal gerade schauen. Die 230 Volt Seite anschließen, könnte das besser funktionieren. Am besten noch mit einem Stromlimit, wobei ich glaube, diese Schaltnetzteile, die sollten damit kein Problem haben. Und, jupp, er lädt. Also das war offensichtlich wirklich das Problem. Okay, ich sehe meinen Links nicht. Da, jetzt aber. Da ist die rote Ladelampe und wenn ich dran wackel... Es geht nicht aus. Also es war offensichtlich tatsächlich hier diese Seitendings da. Ja, also eigentlich bin ich schon recht zufrieden hiermit. Einfach weil, ja, geht halt. Ne? Wir haben relativ guten Kontakt, sowohl bei dem Original hier, den ich zusammen gemacht habe, als auch durch die Brücke hier. Aber die mechanische Stabilität, da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten.
Ich überlege jetzt gerade, wie man das am sinnvollsten machen kann. Ob ich mir einen 3D-Drucker anrücke und mir da noch ein Gehäuse außenrum baue, was dann zum Beispiel bis hier hinten hingeht. Oder ob ich einfach mit Klebeband und Metall, also irgendwelchen Drahtresten arbeite, um das hier zu verstärken. Komm, ich glaube, ich druck was. Mal gucken, ob ich was Passendes im Netz finde. Da nichts zu finden war, bin ich erstmal hingegangen und habe mir einen Scan davon gemacht, über einen normalen Flachbettscanner. Spart halt im Zweifelsfall ein bisschen was mit der Schieblehre rumzuhantieren. Wie man jetzt sehen kann, man kann dann schon mal einen Teil der Größen auf jeden Fall einfach durch Boxen da rausziehen. Das ist dann ganz praktisch. Danach habe ich dann angefangen, das Ganze in FreeCut in dem Fall hier zu modellieren. Hab erstmal damit angefangen, hier aus entsprechend Boxen und solchen Zylindern den Stecker selber nachzubauen, weil das ist ja unsere Basis. Hab dann jeweils mit einem Millimeter Zugabe auf allen Seiten da nochmal außen rum gebaut. Das gibt am Ende dann das wirkliche Gehäuse. Hier diese Rundung, die hinten am Originalstecker dran ist, die habe ich nicht mitgemacht. Passt schon, bleibt hohl. Für die Übergänge bin ich hingegangen und habe hier einfach solche Kegel geholt, die also dann schmaler werden, sodass wir da keine Kanten drin haben, sondern dass alles mehr oder weniger fließt. Ist natürlich Wunschdenken. Am Ende hat man, wenn man was anbaut, natürlich immer irgendwo eine Kante, weil ich kann ja nicht mit dem Originalmaterial mehr oder weniger verschmelzen. Als nächstes dann mit Hilfe von dem Stecker, den ich schon hatte, den dann vorne abgezogen, sodass das Ding innen drin auch hohl wird. Und jetzt haben wir noch ein Problem, und zwar, das ist ja am Stück. Wie will ich das so übers Kabel drüber kriegen? Naja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich mache zwei Hälften, habe also entsprechend das Ganze einmal in der Hälfte geteilt. Und da das wieder zusammen muss, habe ich dann angefangen, hier solche Pins und Löcher reinzumachen, um das Ganze wieder zusammensetzen zu können. Hier in der Version ist es nur eins. Ich zeige euch später noch die neuere Version. Da habe ich dann ein bisschen mehr gemacht. Aber ja, das hier ist auf jeden Fall mal der Plan. Also einmal exportiert, rüber in Cura, richtige Richtung natürlich. Und wir brauchen zwei Stück davon, ist ja nur eine Hälfte. Das Ganze dann gegen meinen 3D-Drucker geschmissen. Und der hat dann hier langsam aber sicher das Ding aufgebaut. Und Überraschung, Überraschung, beim ersten Druck kam was Sinnvolles bei rum. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben hier die zwei Teile, die ich gedruckt habe. Sind beides die gleichen. Design habt ihr ja gesehen. Mit etwas Glück passt der ganze Kram jetzt auch noch da rein. Schöner wäre natürlich hier noch heiß Schrumpfschlauch und so drum, aber naja, dafür müsste ich halt durchschneiden. Also, Augenblick der Wahrheit und das sieht doch ganz gut aus. Es sitzt zumindest drin. Mit etwas Glück passen jetzt auch die Pins hier ineinander und die Höhe müsste natürlich auch noch irgendwie stimmen. Ah, das ist doch perfekt. Also, jetzt nicht perfekt perfekt. Vorne könnte es noch ein Ticken weiter auseinander gehen. Hinten ist okay. Ich denke, ich werde hier noch einen Kabelbinder. Das dürfte dann auch noch ein bisschen zusammenhalten. Aber generell, naja, da dürfte auf jeden Fall innen drin mal nichts wackeln. Ich habe zwar jetzt keine direkte Zugentlastung, aber das müsste eigentlich so okay sein. Da merke ich nicht, dass sich da innen drin was bewegt, wenn ich den hier zusammen mache. Okay, suchen wir noch den Kabelbinder und dann gucken wir mal, ob alles klappt. Und das sieht doch schon besser aus. Der hält das jetzt hier so zusammen. Ansonsten kam ganz gut raus. Also hier zum Beispiel die Abrundungen sind okay. Auch hier hinten, auch wenn da der Support natürlich ein bisschen was rau gemacht hat. Aber es fühlt sich zumindest nicht so an. Ich denke, so kann ich jetzt erstmal die nächste Zeit testen. Werde das mal ausprobieren, dass da auch nichts mehr wirklich auseinander geht. Dass keine Stellen warm werden. Ich meine, es geht nicht viel durch. Ja, okay, was sind das hier? Ich glaube 65 Watt müssten das sein, aber von der Amperezahl her, da reden wir irgendwie von 3 Ampere im Maximum. Ich denke, das ist nicht so ein Problem. Da war ja doch relativ viel noch da. Und danach zu urteilen, dass die inneren Kabel, so wie es aussah, nicht beschädigt waren, dürfte das eigentlich so kein Problem sein. Wenn das alles funktioniert, dann werde ich wahrscheinlich hier diesen Kanal, den ich innen drin freigelassen habe, irgendwie mit Heißkleber oder Silikon oder so dann ausspritzen. Das hält das dann wahrscheinlich auch zusammen. Dann kann ich auch den weglassen, weil der greift natürlich, wenn man das irgendwo weglegt. Ich meine, ist nicht so schlimm, aber nee. Ohne ist natürlich schöner. Bleibt noch eins. Wo ist mein Laptop? Lasst mal schauen. Nehmen wir doch einfach den hier und mit etwas Glück lädt er jetzt, wenn ich hier reinstecke. Achtet mal auf die Power-LED. Der hat die da. Wo ist das Ding? Da hinten. Und, yep, er blinkt. Also
alles lädt. Und werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Revision 2. Ich habe noch ein paar kleine Änderungen gemacht. Und eigentlich alle davon drehen sich nur darum, wie man das Ding zusammensetzt. Zum einen, ich habe jetzt hier zwei Pins. Das heißt also auf jeder Seite ein Pin und ein gegensätzliches Loch. Was ich dann auch versucht hatte, ist hier hinten noch einen Slot und etwas hoch zu machen. Und hier an diesem Steckerteil auch hier eine, dass nur noch eine dünne Wand stehen bleibt und hier ein kleiner Innenteil, der dann entsprechend das auch nochmal seitlich ein bisschen arretiert. Sowohl hier hinten das als auch das hier vorne ist nur mäßig gelungen, um es mal so zu sagen. Eventuell kann man mit ein bisschen Spielen am Slicer oder einem anderen Slicer da noch was rausholen, aber naja, die Drucker haben halt nur eine 0,4 mm Nase. Da ist dann auch die Auflösung irgendwann am Ende. Ja, der hier, der hat leider hier hinten ein bisschen gelitten. Wenn wir hier von hier gucken, dann sehen wir schon, das ist nicht wirklich rund geworden. Das Ding hat sich ein bisschen vom Bord gelöst. Also ein Problem aus der Ecke. Muss ich eventuell nochmal neu drucken. Ha, wusste ich doch. Ist noch einer da. Und ja, ich schätze mal, ich muss den jetzt hier hinten abknipsen, weil wie gesagt, das hat so gewarpt, da wird das Kabel nicht reinpassen. Aber, boah, wunderbar. Er rastet ein. Er hält zusammen. Auf der Seite nicht. Doch, jetzt hat auch der geklippt. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Ich denke mal, wenn hier hinten der nicht so verdruckt wäre, dann wäre das auch zusammen. Und ja, spätestens, wenn man da noch ein bisschen Sekundenkleber oder so da reinmacht, sollte das eigentlich so halten und naja, hoffentlich ein bisschen stabilisieren. Ich meine, wir haben jetzt hier eine neue Stelle. Jetzt haben wir hier entsprechend etwas, wo es dann kaputt gehen wird. Aber ne, immerhin, der Stecker ist ein bisschen geschützt. Gut, ich würde mal sagen, Reparatur gelungen. Das hier dürfte so eigentlich auch fürs Erste funktionieren. Und ja, ich hoffe, ich kann jetzt den Laptop dann gleich wieder hochfahren, wenn er ein bisschen geladen hat. Das Video in Ruhe schneiden. Und mit etwas Glück kommt dann auch das Video am Wochenende raus, so wie es das auch tun soll.